Und herzlich willkommen im Wald. Ich wollte mir einen Tee kochen, habe beschlossen, Tee kochen an sich, ja, kannst du machen, wäre aber fast schon Zeitverschwendung. Nutz doch die Gelegenheit, wenn du dir sowieso einen Tee kochst und nimm ein bisschen mehr Geraffel mit in den Wald und erzähl gleich mal noch was. Mal wieder zum guten alten Evergreen-Thema, Kocher. Jetzt gibt es ja wirklich 8 Milliarden Videos. Jeder kleine Outdoor-Kanal hat ein Video zu mindestens einem Trangia, einem M71, also dieser Dose der Schweizer Armee, einem S-Bit-Kocher und den 26 Millionen verschiedenen Derivaten, die es noch gibt, die jetzt nicht unbedingt ein Klassiker sind, aber die man halt eben auch als Outdoor-Kocherchen benutzen kann. Und von den Hobos will ich jetzt gar nicht anfangen. Das ist auch alles prima und das ist auch alles schön. Und ich persönlich gucke auch wirklich gerne solche entsprechenden Videos von anderen Leuten. Und mir macht es auch nichts, dass es davon 7 Millionen gibt. Trotzdem hatte ich das Bedürfnis, wenn ich jetzt noch mal was über Kocher erzähle, dann mache ich vielleicht doch mal was, was es zumindest noch nicht allzu oft gibt. Gibt es sicherlich auch schon, aber noch nicht ganz so oft. Und deswegen wollte ich mal vergleichen, beziehungsweise einfach mal erklären, was für eine Daseinsberechtigung ein Benzinkocher hat, wo es doch all diese kleinen, schönen, erheblich leichteren, super kompakten, so quasi schon mitnehmbaren Köcherchen gibt. Und wenn der jetzt noch gefüllt wäre und noch einen funktionierenden Dichtungsring hat, das ist jetzt durchaus eine Frage, die jeder für sich selber beantworten muss, ob man es riskieren möchte, einen gefüllten Trangia als Brennstoffbehälter zum Transport zu verwenden. Ich persönlich mache das ganz gerne mal und der ist auch dicht bei mir. Der Original-Trangia. Ich würde es nicht unbedingt mit so einem Billig-Nachbau. Ich bin da, also beim Trangia bin ich wirklich davon überzeugt, dass man das Original kaufen sollte. Das hält 20 Jahre mindestens und kostet so viel auch nicht. Also da würde ich wirklich immer das Original vorziehen. Na, wie dem auch sei, man kann den also so, wenn der jetzt noch gefüllt wäre, direkt in die Hosentasche stecken und hat einen vollständigen Kochersatz dabei und kann sich damit seine Tasse Tee oder auch ein kleines Döschen Ravioli oder irgendein anderes sau einfaches Gericht, Asianudeln, irgendwie sowas, damit zubereiten. Ne? Und das wiegt inklusive Brennstoff 200 Gramm oder irgendwie sowas, weiß ich nicht, ungefähr. Das ist ein Benzinkocher. Der ist jetzt in seiner Vollausstattung in diesem Säcklein drin, wiegt 350 Gramm ungefähr in diesem Fall, ist halt vom Volumen her noch eine ganz andere Nummer und man braucht zusätzlich auch unbedingt, das geht nicht ohne, eine Brennstoffflasche, die für Benzin geeignet ist. Jetzt gibt es noch kleinere als diese hier. Aber irgend so eine Flasche, die wäre dann zum Beispiel halb so groß, das wäre die kleinste, die es gibt, glaube ich, braucht man in jedem Fall. Und damit hat man dann schon vergleichsweise viel Geraffel verglichen mit so einem kleinen Outdoor-Kocherchen oder sogar was noch kleinerem als ein Trangia, meinetwegen ein Minimal-S-Bit-Kocher, der wirklich nur aus einer kleinen Auflage fürs S-Bit und drei Füßchen besteht. So ein Ding habe ich auch. Das ist das Kleinste, was man nur irgendwie mitnehmen kann. Da steckt man sich noch einen großen S-Bit-Würfel in die Hosentasche und das ist wirklich absolutes Minimum und man hat auch seine Tasse warmes Wasser. So. In Anbetracht dieser vielen Vorteile dieser kleinen Kocherchen. Wozu zum Geier soll man einen Benzinkocher brauchen? Und tatsächlich finde ich, der Benzinkocher hat seine Daseinsberechtigung auch gar nicht bei so normalen kleinen Waldaktivitäten, also so waldläuferischen Aktivitäten. Da hat er wirklich so gut wie keine Berechtigung. Die Berechtigung entsteht unter, ich finde, zwei großen Überkategorien an Bedingungen, bei dem das dann Sinn machen kann mit dem Teil. Drei sind es eigentlich. Variante 1 ist sehr lange Touren, weil irgendwann, wenn man wirklich ganz lange autark unterwegs sein möchte und unterwegs keinen Brennstoff sich organisieren kann und auch Holz als Brennstoffquelle nicht zur Verfügung steht, weil man halt irgendwo im baumlosen arktischen Gebiet unterwegs ist zum Beispiel, in meinem Fall ist das ja durchaus gar nicht so unrealistisch, dann ist es irgendwann tatsächlich leichter, mit Benzin zu arbeiten, weil das einfach vom Brennstoff her viel, viel, viel effizienter ist und man pro Gramm Brennstoff, den man mitschleppt, viel mehr Hitze rausbekommt, als wenn man Spiritus mitschleppen würde. Weil da müsste man wirklich Unmengen von Spiritus tragen über lange, lange Zeiträume, wohingegen nur eine kleine Menge Benzin für die gleiche Zeit auch eben reichen würde. Also in solchen Situationen, wenn das wirklich lang genug wird,
kompensiert irgendwann die Brennstoffersparnis, das Eigengewicht vom Kocher und die Notwendigkeit einer solchen Flasche. Oder noch einer zusätzlichen kleinen, dünnen Flasche. Wenn man noch Zusatzbenzin mitführt und einem eine solche Flasche nicht reicht, und so eine Flasche reicht locker eine Woche, bei viel Kochen, locker eine Woche für eine Person. 8 Tage, 9 Tage sicher auch. Jedenfalls sollte einem das nicht reichen. Zusatzbenzin kann man auch in einer ganz normalen Plastikflasche, die kaum was wiegt, mitnehmen. Da gehe ich natürlich nicht so, ne? Da wird jetzt der Sicherheitsfanatiker darauf hinweisen, dass das natürlich gefährlich ist, eine brennbare Substanz und so weiter und so fort. Es muss ja jetzt nicht unbedingt die allerdünnste Plastikflasche sein. Es kann ja schon eine ein bisschen stabilere Plastikflasche sein, aber es muss nicht zwingend nochmal extra so eine Brennstoffflasche. Denn das hier ist nicht einfach nur eine ganz normale Aluflasche, sondern die ist doppelwandig und extra dick und hält auch einen Haufen Druck aus. Das ist also ein Druckcontainer, ne? Also nicht einfach nur irgendeine Flasche. Das wäre nochmal wichtig zu erwähnen. Ja, also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist dann, dass Benzin aufgrund seiner enorm hohen Brennkraft, also da wird richtig powerfrei, wenn du das Zeug anzündest, besser geeignet ist, um bei wirklich niedrigen Temperaturen zu kochen. Einfache Erklärung, wenn man sich sein Kesselchen oder ähnliches aufsetzt und hat darunter einen Trangia fröhlich am Köcheln, selbst wenn man es geschafft hat, ihn anzuzünden bei so richtig niedrigen Temperaturen, was auch ein bisschen schwierig sein kann, muss nicht, kann. Ab minus 10 wird es echt, braucht man ein bisschen Vorlauf, sagen wir mal. Außerdem, wenn man jetzt bei niedrigen Temperaturen am Kochen ist, dann heizt sich der Kessel ja auf oder welches Gefäß auch immer man verwendet und gibt Wärme ab. Und der gibt umso lieber Wärme ab und es geht umso mehr Wärme verloren, je kälter es draußen rum halt eben entsprechend ist. Ne? Stellt man was Heißes bei sehr kalten Temperaturen raus, ist es schneller kalt, als wenn man es bei nicht kalten Temperaturen rausstellt. Das ist wirklich ganz so super simple Physik, dass selbst ich das noch kapiere, obwohl ich ja wirklich mit Physik gar nicht so viel am Hut habe. Und das heißt einfach, die geringfügige Energie, die so ein Trangia abstrahlt, kann bei so richtig niedrigen Temperaturen deutlich nochmal dadurch reduziert werden, dass einfach das sich so langsam erwärmt, dass fast schon wieder die gleiche Menge an Wärme einfach abgestrahlt wird an die Umgebung, gar nicht unbedingt für das Wasser zur Verfügung steht. Irgendwann kocht es auch, ja. Aber die Menge an Brennstoff, die man braucht, die Zeiten, die der Trangia brennen muss, erhöhen sich doch erfindlich, wenn es so richtig, richtig kalt wird. Und dann kommt halt eben wieder zum Tragen, dass man wirklich enorme Mengen an Spiritus bei einer Wintertour mit einem Trangia unter Umständen verbraucht. Kommt darauf an, ob es ein richtiger Winter ist. Ich habe auch im Winter aber schon mit dem Trangia ganz toll gekocht. Ja, dann war es halt nicht kalt genug. Den Kommentar höre ich dann auch schon immer mal wieder häufiger. Also glaubt's mir bitte wirklich. Wenn es richtig kalt wird, spielt es irgendwann eine Rolle. Es ist nicht so, dass es nicht geht, aber es ist nicht so effizient. Man kann es aber trotzdem. Ja? Und da gilt auch wieder, ist es eine längere Tour. Irgendwann wird es wirklich umständlich, wenn man das alles mit dem Trangia machen möchte. Kann man, aber es wird wirklich umständlich und hiermit wäre es einfacher bzw. besser. So, und die dritte Sache ist, wenn man große Mengen kochen will, wenn man nämlich jetzt nicht nur so einen 1-2-Personen-Kessel, eigentlich schon ein 2-Personen-Kessel, kann man glaube ich schon sagen, ein 1-Personen-Kessel wäre noch deutlich kleiner, benutzt, um sein Wasser heiß zu machen und einem das dann quasi den ganzen Abend reicht, sondern man hat einen, stellen wir uns mal einen großen Topf vor, für eine große Gruppe, weil man eben in einer Gruppe unterwegs ist. Jetzt mach mal einen großen Topf mit meinetwegen 10 Litern Wasser mit einem Trangia heiß. Das geht ewig und dass das wirklich, wirklich kocht, irgendwo bei 0 Grad und 4 Grad kaltem Wasser, was man eben entsprechend aus dem Bach gezogen hat, das geht so wahnsinnig lange und braucht so unendlich viel Brennstoff. Ich will nicht sagen, es geht nicht, aber es ist wirklich wahnsinnig umständlich. Ideal wäre dann in so einer Situation, wenn man dann sagt, man setzt trotzdem auf Spiritus, dass man dann halt mehrere so kleine Trangias mitführt und 3 davon quasi so im Dreieck aufstellt und da eben entsprechend den großen Topf draufstellt. Man kann da auch eben entsprechend theoretisch auch wieder 3-mal solche Topfauflagen verwenden und das geht dann auch. Außerdem
gerade bei Spiritus ist es extrem wichtig, dann auch, wenn die Bedingungen nicht so optimal sind, einen vernünftigen Windschutz zu verwenden. Also wirklich, dass dann überhaupt kein Wind an die ohnehin schon eben nicht besonders heiße Flamme rankommt, sonst verliert die nochmal Power, die ohnehin nicht eben so viel da, nicht so viel da ist. Übrigens, für die Frage Esbit oder Spiritus gibt es meiner Meinung nach zwei wesentliche Argumente, die man dazu beachten muss. Erstens, Esbit hat pro Gewicht mehr Power. Also sprich, wenn man wirklich, wenn es auf jedes Gramm ankommt, dann ist man mit Esbit leichter unterwegs. Aber Esbit ist erheblich teurer als Spiritus. Den kriegt man ja wirklich mehr oder weniger nachgeschmissen. Ist der günstigste von allen möglichen Brennstoffen, mal vielleicht abgesehen von Brennpaste. Die ist, glaube ich, sogar noch mal billiger zu haben, hat aber noch mal weniger Power als reiner Spiritus. Also die meisten Brennpasten. Es mag da noch Unterschiede geben. Ne? Aber im Regelfall, gerade so Sicherheitsbrennpaste oder so ein Zeug, was man dann wirklich überall bekommt, die verbrennt eigentlich nicht so super heiß. Soll sie ja auch nicht. Die soll ja eigentlich nur Dinge warm halten. Man kann damit auch kochen, ja, aber das dauert ein bisschen länger halt. Durchschnittlich. Es mag, wie gesagt, Ausnahmen geben. Ich weiß, es schreibt jetzt wieder irgendjemand in die Kommentare. Gut, also das sind so die drei Dinge, bei denen so ein Benzinkocher halt dann wirklich mal Sinn macht. Und was ich jetzt mal abgesehen von dem ganzen theoretischen Gelaber jetzt noch machen möchte, ist einmal einen Kessel voll Wasser bis zu dieser Kante. Ich weiß nicht, wie viel das genau ist. Ich meine 1,2 Liter oder irgendwas. Aber das sehen wir ja, wenn wir es reingekippt haben, kann ich es dann ungefähr abschätzen. Einmal so einen Kessel voll Wasser mit einem Trangia zum Kochen bringen und mal gucken, wie lange das dauert unter diesen Bedingungen, die hier jetzt herrschen und ohne Windschutz. Und das gleiche machen wir dann noch mit dem Benzinkocher unter den Bedingungen, die hier jetzt herrschen und ohne Windschutz. Und damit das einigermaßen vergleichbar ist, muss ich dazwischen eine Menge Tee trinken und warten, bis der Kessel wieder abgekühlt ist, weil sonst hätte ja den Kocher, den ich als zweites verwende, und das wäre der Benziner, einen unfairen Vorteil. Ne? Ja, und jetzt habe ich wirklich lang genug gelabert, aber das überrascht hoffentlich niemanden. Und wir bauen jetzt mal den Trangia auf. Und das muss ich auch nicht zeigen, das weiß ja eh jeder. So, da steht der Trangia. Ich habe mir jetzt so voll gemacht, wie irgend geht. Und damit das auch langt, eben von der Brennstoffmenge, und den zünden wir jetzt mal an. Brennt er? Jo, tut er. Das sieht man ja immer schlecht. Und heute mal ganz faul mit meinem schönen neuen Clipper-Feuerzeug. Also die sind schon gut, die Feuerzeuge. Mir macht es ein bisschen zu denken, dass das scheinbar das Standardfeuerzeug vom Kiffer ist, zu dem ich mich jetzt nicht zähle, auch wenn das hin und wieder gerne mal vermutet wird. Aber gut. Jetzt, der steht jetzt noch nicht so hundertprozentig eben. So passt's. Kleines bisschen wackelig, aber nicht weiter dramatisch. So, und rauszoomen. Zack, und die Stoppuhr läuft. Sinnvollerweise hätte ich das natürlich machen sollen, als ich noch gelabert habe. Jetzt hocke ich hier erstmal eine Weile und warte fröhlich drauf, dass mein Wasser kocht. Tja, das ist halt so. Dann nutze ich aber jetzt doch die Zwischenzeit und zeige euch mal den Aufbau vom Benzinkocher, weil schon mal aufbauen und vorbereiten kann ich das Ding ja jetzt schon mal. Zoome ich noch ein wenig raus. So, also das ist wie gesagt hier die Brennstofftasse, Flasche, Krümeltee für später. Spiritus können wir jetzt auch mal wegmachen. Und das ist jetzt hier mein Täschchen zwecks Benzinköcherchen. Also da ist dran drin, fangen wir mit den unspektakulären Sachen an. Erstmal, das war schon spektakulär, das kommt später. Ein Windschutz, das ist so ein, der ist standardmäßig beim MSR Vispalight dabei. Also das hier ist der MSR Vispalight International, nennt sich der Benzinkocher, wer das interessant findet. Und ach so, ja, das sollte ich noch dazu sagen. Der heißt deswegen Vispalight, weil der vergleichsweise leise ist für einen Benzinkocher. Der eine oder andere wird sich nachher wundern, was, das Ding soll leise sein? Ja, für einen Benzinkocher schon. Also es gibt da nahezu jedes andere Modell ist lauter. Ne? Also so funktioniert dann dieser Windschutz, den kann man dann da einfach drumlegen und kann sich das hier dann, da muss man sich dann halt einfach irgendwie hier was zurechtbiegen und hakt sich das dann da ein und biegt sich das alles so hin, wie man es haben möchte und kriegt dann halt so einen Windschutz. Der steht jetzt noch auf dem Kopf.
Der hat hier diese Einsparung, damit man da die Benzinleitung und so weiter und so fort durchlegen kann und legt das dann so um den Kocher drumherum. Und hier geht halt eben entsprechend die Leitung raus. Natürlich sollte diese Öffnung auf der windabgewandten Seite sein. Ist ein sehr leichter, meiner Meinung nach sehr effizienter Windschutz. Außerdem ist er noch schön hoch und schließt den oberen Bereich, also den unteren Bereich des Topfes, wo die Flamme ankommt, mit ein. Also da kommt überall kein Wind dran an die gesamte Kochgeschichte. Aber den werde ich jetzt nicht benutzen, aus Gründen der Vergleichbarkeit. Einfach um auch mal zu demonstrieren, welchen Einfluss der Wind haben kann, der beim Benzinkocher relativ gering ist, beim Trangia ja relativ hoch. Wobei ich jetzt keine Vergleichsmöglichkeit habe, aber naja, egal. Das ist jetzt dieser besagte Benzinkocher. Der hat hier so einklappbare Standfüßchen. Und das Erste, was man tun muss, ist die erstmal ausklappen. Zack. Das ist immer eine relativ dreckige Angelegenheit. Ein bisschen Ruß ist meistens dran, wenn man ihn nicht super sauber gemacht hat. Und das spielt auch nochmal sicherlich eine Rolle und wäre jetzt wieder ein weiterer Nachteil für einen Benzinkocher. Dieser Ruß ist nicht unbedingt gesund, ne? Ist klar. Was hier jetzt noch dabei ist, und das werde ich jetzt auch verwenden, aus Sicherheitsgründen, ist eine Bodenauflage aus Alu, weil das sind schon andere Kräfte, die beim Benzinkocher zum Einsatz kommen, als bei so einem Trangia. Mit einem Trangia, so heiß wird er nicht, dass du damit irgendwas großartig anzünden kannst. Also nicht, wenn es nicht super trocken ist oder sowas. Ne? Also bei größerem Waldbrandrisiko, dann verwendet man natürlich gar keinen Kocher, auch keinen Trangia. Aber ein Benzinkocher hat halt wirklich so viel Power, dass man da in potenziell brennbarer Umgebung echt ein bisschen vorsichtig sein sollte. Und dann bietet es sich wirklich an, so einen Untersetzer zu nehmen, um auf Nummer sicher zu gehen, dass da wirklich nichts unter dem Kocher anfängt zu brennen. Die ist sehr effizient, diese Alufolienplatte. Da habe ich noch nie geschafft, irgendwas drunter anzuzünden. Außerdem ist diese Platte auch super dann geeignet, wenn man auf Schnee kocht. Weil die isoliert wirklich derartig gut sämtliche Wärmeenergie nach oben, verbessert auch die Kochzeit natürlich, dass der Schnee kaum schmilzt drunter. Also der geht ein ganz kleines bisschen runter, der Kocher, aber wirklich minimal. Man kann da also bestimmt eine halbe Stunde kochen, ohne dass einem der Kocher im Schnee versinkt. Ohne diese Platte wäre er sofort weg. Also da hat man keine Chance. So, was ist da jetzt noch drin? Aus irgendwelchen Gründen eine Kerze. Das weiß ich nicht, warum die da drin ist. Wahrscheinlich wollte ich mir irgendwie gemütliches Kerzenlicht mal machen. Da ist der abgeblieben. Den habe ich schon gesucht. Mein erster Fire-Stil. Das war wirklich der allererste. Jetzt habe ich überhaupt keinen Striker dabei, oder? Nein, ich habe tatsächlich jetzt überhaupt keinen Striker dabei. Na, außer die Säge von diesem Messer. Ja, der ist schon noch ganz in Ordnung. Mit dem zünden wir den nachher dann mal an. Der macht halt nicht so große Funken, aber dafür einfach mit wenig Druck. Das funktioniert auch ganz gut mit dieser Säge. Das Problem mit der Säge ist ja, wenn man den Klingenrücken der Säge nimmt und zu feste drückt, dann geht die Säge ja natürlich zu. Also da habe ich schon so meine Problemchen gehabt. Aber ja, cool, dann zünde ich das da nachher einfach mit dem Ding an. Inzwischen tut sich beim Wasser übrigens noch überhaupt nichts. Und dann ist hier noch drin ein bisschen Werkzeug, das braucht man zur Wartung vom Kocher, da will ich jetzt aber nichts zu erzählen. Ein bisschen Pump Cup Oil für den Dichtungsring, ein Ersatzdichtungsring und eine Ersatzbrennerdüse. Grundsätzlich, das habt ihr vielleicht auch schon woanders gehört, ein Benzinkocher muss gewartet werden. Ein Trangia, den machst du aus und packst nein und fertig. Benzinkocher brauchen hin und wieder etwas Pflege. Man kann die mehr oder weniger vollständig auseinandernehmen und alle Teile schön sauber machen, damit da auch wirklich ja nirgendwo sich zu viel Ruß bildet und alles noch gut funktioniert. Dieser hier, und fast jeder moderne, hat eine sogenannte Schütteldüse. Das heißt, wenn man den schüttelt, befindet sich in der Düse, die sieht man nur, wenn man das hier abschraubt, so ein kleiner Stift. Und dadurch, dass der sich hin und her bewegt,
sorgt ja schon dafür, dass irgendwelcher Dreck, der die Düse verstopfen würde, sich dann langsam löst und irgendwo hinfällt, wo er fürs erste Mal keinen Schaden anrichtet. Früher oder später muss man das Ding aber wirklich mal auseinandernehmen. Sehr, sehr selten, meiner Erfahrung nach, solange man immer nur schönes, teures Reinbenzin verwendet. Theoretisch, Moment, ich muss kurz nach Feinden suchen. Theoretisch könnte man auch Diesel oder sogar Kerosin nehmen. Das ist ein bisschen Multifuel-Kocher. Es gibt auch welche, die haben noch einen zusätzlichen Gaseinsatz. Hat der hier nicht. Der arbeitet quasi nur mit Mineralölen, vorsichtig ausgedrückt. Also Benzin jeder Art, bleifrei, super verbleit, Waschbenzin, Reinbenzin, ist glaube ich dasselbe, Diesel, Kerosin und noch mit Petroleum. Also er zählt zu den Multifuel-Kochern, aber halt Gas nimmt er halt nicht. Und es gibt da, soweit ich weiß, auch keinen Gasaufsatz zu. Okay, so viel dazu. Jetzt hat. Ah ja, den können wir kurz nochmal wegstellen. Haben wir hier die Brennstoffflasche. Und die müssen wir jetzt erstmal aufschrauben. Und im Fall von Benzin macht es auch wirklich Sinn, dass die einen schwergängigen Sicherheitsverschluss hat. Da braucht man schon Kraft. Ein Kind kriegt den nicht auf. Und dann müssen wir die Brennstoffpumpe hier reinmachen. Die Brennstoffpumpe zeige ich euch schnell nochmal. Die ist bei diesem Modell aus Plastik. Manche Leute finden, das ist ein großer Nachteil. Ich persönlich habe nie Probleme mit dem Ding gehabt. Es gibt vereinzelt Fälle, wo es da wohl Probleme gegeben haben soll. Was macht die Brennstoffpumpe? Naja, im Prinzip fließt da das Benzin durch und geht dann in den Schlauch, den man hier einsetzt. Und dieses Ding hier ist dafür da, dass man Luft in die Flasche pumpen kann, um da Druck zu erzeugen, damit das Benzin als Benzin-Luftgemisch in die Brennstoffleitung gepumpt wird und dann entsprechend im Kocher landet, weil Benzin in seiner so Formen, wie es jetzt in der Flasche ist, brennt nicht mal. Das könnte ich jetzt versuchen anzuzünden. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben, will ich nämlich nicht. Das brennt nicht. Das passiert nichts. Das ist also auch nochmal ein gewisser Sicherheitsvorteil eigentlich von so einem Benzinkocher gegenüber zum Beispiel Spiritus, weil wenn das ausläuft, kann man es auch schon anzünden. Also bei normalen Temperaturen. Gut, aber wie das jetzt im Detail technisch gelöst ist, das müsst ihr dann den Ingenieur fragen und jemanden, der sich da besser auskennt. Mir reicht da mein bescheidenes Wissen vollkommen aus. Also der Aufwand, einen Benzinkocher eben zum Laufen zu bringen, ist verglichen mit dem Trangia halt auch gefühlt 10-mal höher. So, und jetzt müssen wir pumpen. Und je nachdem, wie leer die Flasche ist, muss man echt oft pumpen. Und da die hier jetzt nicht ganz voll ist, pumpe ich mir mal einen ab. Für ideale Verhältnisse pumpt man am besten so lange, bis man quasi fast schon nicht mehr pumpen kann und der Dingerich von alleine raussteht. So, das braucht ihr jetzt aber nicht mit ansehen. Ich habe jetzt gepumpt. Jetzt haben wir hier die Brennstoffleitung. Die setzt man jetzt, macht man jetzt nochmal da rein. Also die muss man jetzt quasi hier einfach nur reinstecken in die Öffnung hier oben. Das ist da, ne? Da stecken wir die rein. Flop. Na, braucht man auch ein wenig Kraft. Das ist eigentlich ganz gut, wie gesagt. Also Kinder können mit dem Ding, kleine Kinder können da eigentlich nicht mit arbeiten. Die können da auch keinen Unsinn mit anstellen, außer Benzin trinken. Das geht. Aber dann kriegen sie die Flasche nicht auf. Mit diesem Sicherheitsverschluss, der ist echt schwergängig. Da kommen Kinder nicht dran. Das ist ja schon wichtig. So, jetzt hakt man das hier ein. Das rastet dann da entsprechend ein und sitzt dann da auch dicke Feste dran. So, und mehr oder weniger muss man das dann in ungefähr so einem Aufbau hinstellen. So mehr oder weniger, so würde das jetzt theoretisch funktionieren. Ne? Also hier liegt die Flasche, da ist der Kocher. Jetzt warte ich mal drauf, dass mein Wasser kocht. Es sind jetzt 13 Minuten und kochen tut da noch gar nichts. So, wir sind bei fast 25 Minuten, noch ein paar Sekunden. Und ich würde sagen, A, habe ich keine Lust mehr. Und B, kann man jetzt so hin und wieder so kleine Wasserdampfwölkchen aus hier dem Schornstein entweichen sehen. Gucken wir mal richtig rein. Ja, da kommt dann schon entsprechend Dampf zum Vorschein. Wir haben so eine leichte Bläschenbildung, also so, nennen wir es mal Köcheln.
Von Kochen möchte ich nicht sprechen. Und jetzt habe ich keine Lust mehr, ganz ehrlich. Das Wasser ist für DE heiß genug. Jetzt sind 25 Minuten 30 und wir brechen hier jetzt mal ab. Ne? Das ist, glaube ich, lang genug gewesen, um den gewünschten Effekt zu erreichen. Es sind 1,3 Liter kaltes Wasser in einem Kessel. Prinzipiell kochen Dinge in diesem Kessel sehr schnell. Also zum Wasserkochen ist das beste Gefäß, das ich habe. Das geht nirgendwo flotter als in diesem Kessel. Es ist halt relativ kalt jetzt hier draußen. Das Wasser, das ich genommen habe, war ziemlich kalt. Trangia war randvoll, brennt immer noch. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass er 25 Minuten durchhält in so einer Situation. Und jetzt kommt da langsam auch Rauch aus dem Schornsteinchen. Eigentlich hatte ich für mich gesagt, beziehungsweise wenn ich wirklich Wasser koche in dem Kessel, dann sage ich immer für mich, es kocht, wenn man deutlich sehen kann, dass es aus dem Schornstein entsprechend raucht. Das ist jetzt, also ganz langsam ist das jetzt der Fall. Und ich mache jetzt mal Stopp. Und wir haben 26 Minuten 25. Aber bemerkenswert viel Spiritus noch drin im Trangia. Hui! Hui! Also wenn man den wirklich randrand voll macht. Aber da kann man sehen, der funktioniert auch noch gut. Hier, da seht ihr schön die kleinen lustigen Verbrennungslöchlein, wo dann halt eben die Flamme von außen sich in der Mitte zentriert. Und viel Wind geht auch nicht, wie man auch sieht, sonst würde der entsprechend mehr in eine Richtung flackern, ein bisschen halt, aber viel ist es nicht. Es ist halt einfach viel Wasser, ne? Die meisten Tests, die mit Trangias durchgeführt werden, machen immer einen halben Liter oder noch weniger heiß. Und das geht in ein paar Minuten, das ist schon richtig. Aber wenn man dann mal wirklich eine größere Menge Wasser haben möchte, das dann auch noch relativ kalt ist, dann schaut die Sache mit dem Trangia halt wirklich ganz anders aus. So, jetzt können wir den inzwischen mal löschen. Wo ist er denn, der Löschdeckel? Oh, da ist ja echt noch Spiritus drin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und jetzt mache ich mir erstmal Tee. Das Problem besteht ja jetzt darin, dass erst mein Kessel möglichst ein bisschen wenigstens wieder kalt geworden sein sollte, bevor ich jetzt mit dem Benzinkocher hantiere. Bis dahin ist dann wahrscheinlich sogar dunkel. Achso, machen wir erstmal Krümeltee rein. Andererseits ist es ja recht kalt hier draußen. Da müsste das nicht allzu lange dauern, dass der Kessel wieder Betriebstemperatur erreicht. Krümeltee! Krümeltee! Überdosierter Krümeltee. Die erste Tasse ist noch gut. Wenn ich danach noch weiter trinke, was ich eigentlich vorhabe, ich möchte, wenn ich schon heißes Wasser habe, das ungern verkommen lassen. Ein bisschen was muss ich nachher wegkippen. Ich mache hier ja insgesamt 2,6 Liter dann. So viel Tee will ich jetzt nicht trinken. Das ist meine Wildo Folder Cup, für diejenigen, die das Ding nicht kennen. Das ist eine Falttasse aus lebensmittelechtem Kunststoff mit einem entsprechenden Löffelchen dazu. Wiegt nichts, ist klein verpackbar, ist schön groß, hat fast 500 Milliliter, glaube ich. Moment, unten steht es drauf. Na, Big Folder Cup. Ah ne, hat sogar noch mehr, 6 Deziliter, 600 Milliliter insgesamt, wenn sie randvoll ist. Ich mag die. Ist halt der kleine Nachteil gegenüber so einem schönen Metallbecher, dass es nicht so einfach ist, draus zu trinken. Der Rand hier oben ist auch relativ dünn, aber dafür halt gewichtstechnisch und verpackungstechnisch, also vom Packmaß her. Und so eine große Tasse dann auch noch, das ist halt gleichzeitig noch eine Essensschüssel eigentlich. Da kann man auch wunderbar irgendwelche Nudelgerichte zum Beispiel draus konsumieren. Ja, ich laber nachher noch weiter. Jetzt trinke ich erstmal Tee. Also um meinen Kessel jetzt möglichst schnell leer zu kriegen, mache ich jetzt halt sämtliche Gefäße voll, die ich dabei habe. einmal hier Folder Cup groß, da geht ja jetzt schon was rein. Ne? Nochmal einen Schluck trinken. Ich weiß, es ist wahnsinnig nervig, wenn Leute, nachdem sie einen Schluck getrunken haben, machen. Das ist meine EDC-Tasse. Die liegt grundsätzlich immer im Rucksack. Normalerweise noch mit Inhalt, den habe ich jetzt woanders hingelegt.
Die wollte ich eigentlich nicht verwenden, aber die kleine Folder Cup, die habe ich schon voll gemacht. Einfach damit ich möglichst nicht mein gutes gekochtes Wasser hier verschwende. Aber ich will den Kessel halt leer haben. So, und mehr Behältnisse. Also theoretisch könnte ich jetzt auch noch so eine Box hier voll kippen, aber dann wird es irgendwann dämlich. Also den Rest muss ich jetzt halt wegkippen. So, und damit möge der Kessel bitte abkühlen. Bitte schnell. Aber ich vermute, dass die Unterschiede wirklich so deutlich sein werden in der Zeit, den der Benziner braucht, verglichen mit dem Trangia. Das ist eigentlich schon wurscht, dass, ob der Kessel jetzt kalt ist oder nicht. Aber trotzdem, wir machen das, wenn, dann machen wir es schon korrekt. Und lassen den hier jetzt noch, ach, den kann man schon wieder anfassen. Ja, der muss nicht lange stehen, ein paar Minuten. Dann ist er wahrscheinlich schon wieder relativ kühl. Wo ist meine Tasse? Da. Oh, der Kessel ist abgekühlt. Meine erste Tasse Tee habe ich auch getrunken. Jetzt wird es Zeit, den Benziner anzuwerfen. Verwandtschaft zwischen mir und Benzin sind rein zufällig. So, folgendes. Auch das ist jetzt wieder ein bisschen aufwendiger. Man kann den nicht einfach anzünden, sondern man muss jetzt erst hier ein bisschen Benzin reinschießen lassen. Dafür dreht man am Ventil ein kleines bisschen auf, bis man hört, dass da Benzin ausströmt. Das war jetzt der Fall und ich habe auch wirklich nur eine kleine Menge erwischt. Manchmal erwische ich da auch zu viel. Das befindet sich jetzt, das kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, beziehungsweise schwenken wir die Kamera. Ne, das geht es auch nicht. Da unten ist so ein kleiner Teller und in den fließt das rein. Und da ist auch so ein kleines bisschen Spezialgewebe, was das dann auffängt. Und das lässt sich jetzt relativ einfach zum Beispiel mit dem Fire Steel zünden. Und dann brennt der erstmal fröhlich vor sich hin. Und das funktioniert, wie gesagt, bei jeder Temperatur. Also da kann es noch so kalt sein. Dieses Benzin-Luftgemisch unter Druck, das ist hochentzündlich. Hochentzündlich. Sinn der Veranstaltung ist jetzt, dass sich der komplette Kocher aufheizt. Also die ganze Spindel, die zur Verbrennungsoptimierung gedacht ist. Und kurz bevor er ausgeht, also jetzt mit dieser roten Flamme, sage ich jetzt mal, dann kann man aufdrehen, dann kriegt man diesen typischen, ja wie beim Gaskocher, diesen Ring aus diesen blauen Flammen. Und das ist jetzt, glaube ich, dann bald der Fall. Hab ein bisschen zu früh gezündet, mal noch ein bisschen weniger. Noch nicht ganz heiß genug. Ich wurde auch mal Zeit, dass ich das Ding mal wieder benutze. Das ist so eine gewisse Sache, da braucht man ein gewisses Maß an Erfahrung. Jetzt, seht ihr? Jetzt geben wir mal auch gut Power. Das ist jetzt schon eine ordentliche Stufe und ihr hört, das Teil macht vergleichsweise viel Krach. Und das ist ein leiser Benzinkocher, ich möchte es nochmal betonen. Okay, ich fülle Wasser in der Kessel. Zack, und die Uhr läuft. Kesselchen drauf. Deckelchen drauf. Ja. Und jetzt, wie gesagt, die Uhr läuft. Schauen wir mal. Ne? So, da bin ich wieder. 4 Minuten 20 sind rum und wir befinden uns in der, es steigt ein bisschen sichtbarer Rauch aus dem Schornstein auf Phase. Müsste aber jeden Moment eigentlich auch ordentlich kochen.
Ich glaube, also ich kann es sehen. Mit bloßem Auge. Ja, auf dem Video sieht man es auch so ein bisschen. Warte mal noch kurz. Damit sind es jetzt gerade 5 Minuten. Ja, 5 Minuten und es dampft. Das ist halt schon ein Unterschied, ne? So weit sind wir gar nicht gekommen mit dem Trangia. Ja, also wenn das nicht kocht, dann weiß ich ja auch nicht. So. Oh, heiß. Wir schalten ab, dazu drehen wir die Benzinzufuhr aus. Dann braucht er noch ein bisschen, bis er wirklich ausgeht, weil er hat ja noch Benzin in der Leitung. Der ist noch relativ lange dann heiß. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, dass man da nicht noch drankommt. Weil man hat es ja gesehen, der hat geglüht. Also das sind schon ganz andere Temperaturen, die da einfach herrschen als bei so einem Trangia. Und ein Fünftel der Zeit für wirklich sprudelnd kochendes Wasser bei größeren Wassermengen. Wenn man da nur 200 Milliliter draufstellt, die kochen quasi sofort. Also da brauchst du eine Minute oder irgendwas. Das ist also schon von der Brennstoffeffizienz her erheblich höher. Und so ein Kochvorgang hier, so mal das Ding 5 Minuten laufen lassen, ich glaube mit einer vollen Flasche, da läuft er insgesamt 70 Minuten auf volle Pulle. Also zumindest heißt es, glaube ich, so. Und damit kannst du dann, Moment, ich rechne, ja sowas um die 20 Liter Wasser kochen, ne? Also in diesem Setup, mit dieser Art und Weise. Also das ist schon, denke ich, ganz in Ordnung. Und 20 Liter Wasser zu kochen, muss man eine Menge Spiritus alternativ mitschleppen und braucht eine Menge Zeit. Und ja, sicher, mit dem Windschutz ist der hier schneller, mit dem Windschutz ist der Trangia auch schneller. Wahrscheinlich wäre der Einfluss beim Trangia höher. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wozu brauche ich in 5 Minuten mein kochendes Wasser? Ich habe ja 25 Minuten Zeit, das ist mir ja egal. Also erstens mal wäre es noch ein paar mehr Minuten gewesen, wenn wir es ganz zum Kochen hätten bringen wollen. Zweitens ist es halt wirklich ein noch krasserer Unterschied, wenn es so richtig, richtig, richtig kalt ist. Das wird also noch größer, diese Differenz, weil beim Benzinkocher merkst du fast keinen Unterschied, egal wie kalt. Beim Trangia, da kann es dann auch mal 35 Minuten dauern, bis man so eine Kanne heißes Wasser dann wirklich zum Kochen gebracht hat oder 40 Minuten. Ich weiß, ich habe mal versucht, einen 4,5 Liter Topf mit Wasser gefüllt, mit einem Trangia zum Kochen zu bringen. Das war bei einer Gruppentour. Ich war fürs Kochen eingeteilt und ich habe meinen Augen nicht getraut. Ne? Das ging gefühlt, also nicht nur gefühlt, sondern wirklich sowas um die 90 Minuten. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es 85 waren oder 95 oder vielleicht auch 100 oder nur 70, aber so irgendwas um den Dreh. Und wenn man das halt eben mit so einem entsprechenden Benzinkocher macht, dann geht das auch ein Weilchen. Da dauert es auch 15 Minuten, bis ein 4,5 Liter Topf, wenn er voll ist, dann entsprechend am Kochen ist. Aber es ist halt schon ein Unterschied. Es ist schon ein Unterschied. Und in unserem Beispiel hier war er jetzt ungefähr 5-mal so schnell. Also, ne? Vom Brennstoffverbrauch her muss man das halt eben einfach auch sehen. Vor allen Dingen auch vom Brennstoffvolumen. Wenn man jetzt schon nicht nach Gewicht geht, dann zumindest nach Volumen. Was ich hier jetzt an Spiritus verbraucht habe, waren, ich glaube, so um die 80 Milliliter oder was. Was hier jetzt an Benzin weg ist, das werden 25 sein. Höchstens. Höchstens. Also ich sag's nochmal, so eine Flasche, die Brennstoffflasche, die ich hier dran habe, damit bin ich auch schon 10 Tage ausgekommen. Da habe ich zwar wirklich versucht, möglichst sparsam zu kochen, bin am Ende auf dem Campingplatz angekommen und habe gedacht, jetzt haust du dein Benzin noch raus, jetzt haust du weg, was noch da ist und habe es nicht geschafft. Ich habe wirklich gekocht, was ich wollte, ich habe Tee gemacht, so viel ich wollte und ich habe es nicht geschafft, mein Benzin noch loszuwerden. Ich hatte noch bestimmt 150 Milliliter übrig, habe ich dann in so eine schöne bereitstehende Flasche für solche Zwecke, die kennen das ja bei den Campingplätzen, dieses Problem, habe ich da reingekippt und für den nächsten, der Benzin braucht. Du kannst da also quasi deine Reste da lassen,
falls jemand kommt, der die Tour erst antritt und nicht jetzt am Ende auf dem Campingplatz ist, sondern beim Start. Das ist so der letzte Campingplatz vor der Wildnis quasi. Und der nimmt sich das dann und nimmt es mit. Ist sicherlich auch nochmal wirklich ein Faktor, den man ansprechen muss, wenn man über Benzinkocher redet. Die Entsorgung von Benzin kann ein Problem sein. Weil gerade wenn man mit dem Flugzeug gekommen ist und mit dem Flugzeug wieder weg möchte, Benzin mitnehmen in den Flieger, gar nicht gut, gar nicht gut. Außerdem muss man wahnsinnig vorsichtig sein, wenn man einen Benzinkocher im Flugzeug transportiert. Die Brennstoffflasche, mir haben sie nämlich mal die Brennstoffflasche samt Pumpe geklaut, also was heißt geklaut, weil sie wohl ein Hauch nach Benzin geduftet hat. Ein Hauch. Und da muss man wirklich vorsichtig sein, dass man also die Pumpe vorher ein paar Tage auslüften, dass da wirklich nichts mehr zu riechen ist von Benzingeruch. Die Flasche offen verpacken, wichtig, offen, weil sonst gucken sie nach und dann ist die Flasche weg. Allein schon, weil sie rot ist wahrscheinlich. Also da muss man wirklich, wirklich vorsichtig sein. Bei meiner nächsten Flugreise werde ich das genau, also wirklich 2 Wochen vorher mindestens, die Pumpe auslüften, damit da wirklich nichts mehr zu riechen ist. Man kann die Pumpe theoretisch auch mit Wasser durchspülen. Das ist nicht unbedingt vielleicht so wahnsinnig eine gute Idee für die Pumpe, aber dann ist sie wenigstens sauber und funktionieren tut sie dann trotzdem noch. Also, ja, ne? Das wäre auf jeden Fall noch zu beachten, falls jetzt jemand sagt, oh, das hat mich jetzt überzeugt. Der Lärm, den die Dinger machen, ist jetzt für irgendwelche waldläuferischen Aktivitäten natürlich auch nicht so praktisch. Und ich möchte nochmal betonen, damit es auch wirklich jeder begriffen hat, das ist ein sehr leiser Benzinkocher. Es gibt da welche, da kannst du dich kaum noch nebendran unterhalten. Und bei dem Ding kann man wirklich noch mit normaler Gesprächslautstärke ganz gut eben nebenher reden. Du hörst ihn zwar wirklich ständig, aber er übertönt nicht Gesprächslautstärke. Und es gibt durchaus Benzinkocher, die das schaffen. Da musst du ein paar Schritte weggehen, wenn du dich überhaupt unterhalten willst oder halt brüllen. Also das so die Dinge, die ich dazu noch zu sagen hatte. Und das ist ja jetzt doch ein relativ langes Video geworden. Bin ich ja fast schon überrascht. Mein Wasser noch heiß. Ich habe ja noch genug Heißes in der Kanne. Na, ist nicht mehr so heiß, da gebe ich noch ein bisschen Heißes nach. Und dann mache ich mir noch einen zweiten Tee. Und dann mache ich noch ein kleines Video mit Flutlicht, weil es wird ja jetzt dunkel, wie man sieht. Und dann geht es auch wieder heim, aber Tee habe ich jetzt erstmal noch genug. Macht's gut, danke fürs Zuhören und ja, falls jemand jetzt denkt, Benzinkocher sind doch mal Überlegungen wert, das würde mich interessieren. Wenn ihr der Meinung seid, nee, brauche ich immer noch nicht, kann ich auch wunderbar verstehen. Ne? Muss man auch, braucht man auch nicht, wenn man eben nicht größere Mengen kochen möchte oder wirklich bei den allertiefsten Temperaturen oder super lange unterwegs sein möchte. Ne? Haben wir ja alles schon geklärt. Macht's gut!